So ein tolles Lego-Modell. Damit ich mir das merke, schauen wir jetzt einfach mal an, aus was für Teilen das besteht. Jeweils die gleichen kann ich zusammenzählen. Ich habe also 3 mal die 2er. Wie nenne ich die jetzt? Ach, ich suche mir einfach irgendeinen so einen Namen aus. Ich nenne sie X. Dann waren da dabei 4 mal die 1er. Zehnmal die Vierer, zehnmal die Sechser, und 20 mal die 8er. Die Unbekannte steht also in dem Fall für einen bestimmten Wert und den haben wir dreimal. So etwas nennt man Term. Der kann jetzt bestehen aus einer Zahl, aus einem Rechenzeichen, aus einer Unbekannten und auch aus Vorzeichen. Wenn der Term dann nur so für sich allein steht, nennt man den Monom. Also es kann da so ein Faktor dastehen, ein Rechenzeichen, eine Variable. Wenn das nur so für sich allein dasteht, dann nennt sich das Monom. Wenn ich das jetzt verbinde mit einem anderen Variablen, dann haben wir dort zwei verschiedene Ausdrücke und das nennt sich dann Binom. Und alles, was mehr als zwei verschiedene Unbekannte hat, nennt sich Polynom.